Was ist mehr 80er als ein Walkman? Tja, nein, nicht zwei Walkman. Ein Walkman mit einem LCD-Display. Ja, dieser Toshiba Auto-Reverse Walkman verfügt nicht nur über einen grafischen Equalizer, Dolby Surround und ein Radio, nein, er verfügt auch über einen Digital-Tuner mit LCD-Display. Wow, ich meine, mehr 80er geht doch wohl nicht, oder? Hier kann man einstellen zwischen Normal, Stopp und Auto Reverse. Anschluss für 3 Volt Strom. Play, Stopp, vor, zurück. Stopp ist hier seitlich. Und Direction. Man kann also die Laufrichtung auch noch ändern. Haha, das ist doch mal was, oder? Hier auf der Rückseite sehen wir die Beschreibung, technische Daten und die Modellnummer. Wow, also der Klang ist echt... beeindruckend. Ah, die Klappe, Mensch. Na gut, also. Radio funktioniert schon mal definitiv perfekt. Kassette? Scheint nichts zu machen. Machen wir mal auf. Machen wir mal einen Blick ins Innere. Da dreht sich nichts. Da tut sich ja gar nichts. Ja, es scheint so, als müsste ich dieses wundervolle Gerät öffnen. Und ich vermute mal, nachdem man was hört, aber es sich nichts dreht, muss ich hier ein paar Riemen tauschen. Nun gut, dann schauen wir gleich mal rein. Okay, ohne lang rumzutun, meine Batterien sind knapp. Nehmen wir diese Batterien raus und fangen an, ihn aufzuschrauben. Bisschen näher, vielen Dank. Okay, was ich jetzt gemacht habe, ist ein guter alter Trick. Ich habe ein Papiertuch um den Schraubenzieher gewickelt und somit ist einfach der Griff besser zu greifen und man kann besser und leichter Kraft ausüben. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Man sollte sich immer Zeit nehmen, sein Gehäuse zu öffnen. Dieses hier war zum Beispiel oben noch eingehängt und hätte man es versucht mit Gewalt zu machen, hätte man es sicherlich zerbrochen. Falscher Schraubenzieher, der ist besser. Oh, wer hat denn dieses Teil zusammengebaut? Wieso ist jede Schraube in diesem Teil so fest drinnen, dass... Die ist locker, okay. Das ist eine mit einer Unterlegscheibe. Eine kleine Stoppmutter ist da drauf. So. So, die gute Nachricht ist nun, alle Schrauben sind draußen. Die schlechte ist, er geht trotzdem nicht auf. Man würde, um das Mainboard komplett zu entfernen, einen Lötkolben benötigen. Deshalb habe ich einfach mal die Kappe von so einem Spiegel reingesteckt, um ihn ein bisschen aufzubekommen. Und man sieht es auch schon im Inneren, den Antriebsriemen, welcher natürlich nach der Zeit porös geworden ist und sich nicht mehr richtig dreht. Naja. Das wird eine ziemliche Arbeit, das Teil herauszubekommen. Ich empfehle es, wenn man sie zur Hand hat, eine Pinzette zu benehmen oder einen kleinen Haken oder so. Vielleicht sogar Zahnarztwerkzeug. Alles, das es einem ermöglicht, in winzigen Öffnungen zu arbeiten. Ja, ich mache das jetzt mal hier ohne besondere Hilfsmittel, um euch zu zeigen, dass das natürlich auch so geht.
Und ja, deshalb löte ich jetzt das Ganze auch nicht einfach auseinander, sondern mache es, während die Sachen wirklich noch da drin sind. Also, ich habe jetzt einfach mal hier die Spitze von dem Stift genommen und damit den Riemen von den Laufrädern gelöst und fummel ihn jetzt damit auch mal raus. Wenn wir ihn draußen haben, werden wir sehen, was es für ein Riemen ist, welche Größe er hat und dann einen neuen Riemen einsetzen. Okay, was ich jetzt hier habe, ist ein 100mm Riemen, die größten, die ich im Moment habe. Und da ergibt sich auch ein kleines Problem, denn er ist zu klein. Ja, deshalb das kleine Problem. Ich muss also entsprechende 120er oder so bestellen, um ihn wechseln zu können. Fuck. Fuck. Schiss. Okay, hier sehen wir zumindest schon mal den Riemen draufgelegt, wie er im Gerät dann verläuft. Das sollte ziemlich hilfreich sein, falls ihr seinen Teil zerlegen wollt. Könnt ihr euch vorstellen, wie der ungefähr läuft. Ich werde jetzt versuchen, in der Form, die der Gummi zum Glück noch hat, den neuen Gummi reinzufummeln. Mal schauen, ob es klappt. Das wird der definitiv schwierigste Schritt, deshalb werde ich jetzt nicht fummeln. Naja. So, fast geschafft. Jetzt muss er nur noch von da über diesen Riemen gespannt werden. Ein extrem schwierig zu wechselnder Riemen. Extrem. Also sowas muss man sich zu helfen wissen. Ich versuche es jetzt mit der Klammer hinten von meinem Phasendrucker-Schraubenzieher. Puh, alles geschafft. Es funktioniert, er dreht sich. Ich baue ihn jetzt wieder zusammen, soweit nötig. Und dann testen wir ihn mal kurz. Okay, wenn wir es schon zusammenbauen, dann bauen wir ihn auch zusammen. Der hier hat hier so ein paar kleine Häkchen, also wird dieser Teil hier zuerst eingehängt. Man muss darauf achten, dass all die Sachen auch richtig durchschauen. Und dann, wenn das der Fall ist, dann kann man seitlich hier reinschnappen. Er ist fertig. Puh, das war ein anstrengendes Projekt. So viel futzelige Kleinarbeit würde ich mir gerne sparen, aber das war es wert. Der Walkman ist wirklich ein tolles Stück. So, jetzt wo er fertig ist, klatschen wir mal wieder Batterien rein. Geht natürlich jetzt ein wenig schwerer. Hier unten sieht man die Seriennummer. Deckel drauf. Kassette rein. Kopfhörerstecker rein. So, dann schauen wir mal. Umdrehen. Okay, das macht er automatisch. Okay.
Oh, sind dann schon mal sehr gut. Und jetzt gehen wir hier mal auf Radio. Jetzt kennt er automatisch noch einen Sender. Ist jetzt noch keinen gefunden. Schauen wir weiter. Ja, funktioniert alles einmal frei. Ich habe zwar keine Ahnung, warum der Display nicht geht, aber ich glaube, der hat sowieso nur einen eingeschränkten. Der ist ziemlich eingeschränkt, bloß was er das anzeigt. Ja, alles in allem funktioniert er schon sehr gut. Scheint zu funktionieren. Der Display, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum er nicht geht. Vielleicht irgendwas lose geworden beim Reparieren. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass er eigentlich nie irgendwas angezeigt hat. Egal. Er funktioniert, er klingt hervorragend. Und darauf kommt es ja beim Walkman schließlich an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch eins zu reparieren, wünsche ich euch viel Spaß und falls euch das zu viel ist, ich nehme auch Reparaturaufträge an. Ich mache das als Hobby, also es kostet nichts, höchstens die Versandkosten hin und zurück und die Ersatzteile etc. Also dann,